Und so wird es wieder klingen, demnächst im Mai und im Juni. Das war jetzt sozusagen die Begrüßungsmelodie. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich die Jodlerkönigin, Ex-Model Margret Almer. Servus. Servus, Bernd. Schön, dass du wieder mal in deiner alten Heimat bist. Wir jo, alle wissen, du bist ja eigentlich eine Deutsche geworden. Naja, im Herzen bin ich immer Österreicherin und Steirerin. Aber ich lebe in Bayern. Das ist ja sehr ähnlich auch mit der Steiermark und von der Kultur her und so. Und mich hatte die Liebe hingezogen damals 2004. Und dann bin ich dort hängen geblieben. Aber ich komme immer wieder gerne zurück in die Steiermark. Ich sage nur eines, ASDVS, vor einem Jahr warst du auch bei mir. Dort hast du über dein wunderbares Projekt ein bisschen berichtet. Genau. Inzwischen hast du dieses Projekt auch wahrgemacht, du hast es umgesetzt. Das ist was ganz genau gewesen? Austria sucht den Volksmusikstar, ASDVS. So hat der Wettbewerb 2019 geheißen. Das heißt, er heißt immer noch ASDVS, aber wir haben jetzt aus diesem Wettbewerb einen Drei-Länder-Wettbewerb gemacht. Das heißt, es sind drei TV-Stationen dabei, die in ihrem Land diese Sendung ausstrahlen, die wir da aufzeichnen bei dem Wettbewerb. ASDVS. Das A steht für Austria, das S für die Schweiz und Slowenien und finden den Volksmusikstar, so heißt das jetzt. Also abgekürzt ASDVS. Und ich hoffe, dass sich wieder ganz, ganz viele Künstler melden, auch so wie 2019. Da haben sich ja fast 100 Gruppen gemeldet. Und ja, wir haben ein Casting, Mitte Juni dann schon die Ausscheidung und das Finale dann im August. Aber es gibt eine Webseite dazu, asdvs.at, und da kann man alles hervorragend nachlesen. Warum hast du damals die Idee gehabt? Was war dir so wichtig? Ja, wichtig war mir, dass ich einfach, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Nachwuchskünstler fördere. Aber wir haben wirklich auch Gruppen dabei gehabt, die wirklich schon sehr gut sind, sage ich jetzt einmal. Und nicht nur junge Künstler, sondern auch Gruppen mit älteren Leuten. Also es ist wirklich alles willkommen. Jeder, der sagt, ich möchte jetzt da einfach mein Potenzial ein bisschen vergrößern, was die Musik betrifft, der kann sich bei meinem Wettbewerb anmelden und ist natürlich herzlich willkommen. Aber es muss volkstümliche Musik sein und ja, also das Alter spielt keine Rolle. Welche Zuckerln hast du sozusagen an den Baum gehängt? Warum sollte man da mitmachen? Was steht dahinter, warum Künstler mitmachen sollen? Ja, in erster Linie wird man einmal richtig bekannt, weil es gibt ja heute nichts mehr. Es gibt ja keine kaum noch Wettbewerbe. Es gibt kein Grand Prix der Volksmusik, keine Hitparaden mehr. Was früher halt alles war, das Musikantenstall ist weg, wo ich ja auch überall dabei war. Und ich möchte den Künstlern wieder dieses Tor ein bisschen öffnen. Natürlich ist es nicht so groß wie den Musikantenstall oder der Grand Prix, aber wir arbeiten dran, wir wollen das immer wieder vergrößern und haben das auch dieses Jahr vergrößert in einen Drei-Länder-Wettbewerb und wie gesagt, wir haben einen österreichischen Fernsehsender dabei, wir haben einen Schweizer Fernsehsender dabei, der diesmal die sämtliche Schweiz abdeckt und dann auch noch einen slowenischen Fernsehsender und es wird eine Doppelmoderation geben in Slowenisch und Deutsch, weil wir auch beim ersten Wettbewerb sehr viele slowenische Künstler dabei hatten. Also, wenn man sich da anmeldet, kann man davon ausgehen, dass man richtig bekannt wird. Und das hat ja auch 2019 der Wettbewerb gezeigt mit den Siegern. Die hat ja vor meinem Wettbewerb niemand gekannt, muss ich wirklich sagen. Die haben sich auch für den Wettbewerb dann so zusammengestellt, das Miss Ebner Trier, die Geschwister. Und die haben ja den ersten Platz gemacht und die haben mittlerweile ganz, ganz große Erfolge. Wenn Sie jetzt angesprochen sind zu Hause, wenn Sie eine Band haben, wenn Sie singen, volkstümliche Musik singen oder so gut jodeln können wie unsere Margret Almer, dann am besten bei dir anmelden. Sag nochmal die Homepage. asdvs.at. Was wünscht sich Margret Almer für die Zukunft? Natürlich, dass die Gesundheit so mitspielt wie bisher. Ich bin Gott sei Dank bis jetzt gesund geblieben und ja, ich wünsche mir, dass dieser Wettbewerb wieder ein Erfolg wird. Und ich bin ja mit Leib und Seele Musikerin und ich lebe für die Musik und ich freue mich so, wenn man diese jungen Talente, unter Anführungszeichen jetzt wieder, ein bisschen auf die Beine helfen kann. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass genau das in Erfüllung geht. Dankeschön, Margret Almer. Und jetzt zum Abschluss hören wir natürlich noch einen Titel von dir. Oh, dankeschön. Einen Jodler höre ich gern. Bitteschön, Margret Almer, Jodlerkönigin und Initiatorin eines wunderbaren Musikwettbewerbs.